Thank you very much, Dr. Oehmann. And now, ladies and gentlemen, we sort of go up one level and we come to the federal level here in the political system of the Bundesrepublik. Ladies and gentlemen, as I've just explained to you, that education is sort of the mainstay of the Länder, it nevertheless means that we have a ministry that is dedicated to education and research. And of course, a lot of impetus can come and does come from this particular ministry. Since I'm working for you from time to time, I can actually say that most of the impetus that is obvious comes from the side of research. And so a lot of the international cooperation that you might know about are research corporations that are sort of spanning the whole globe. Nevertheless, the education does the same. And this year here in Germany, we do have the year of sustainability, something that your ministry, Mr. Rieke, is actually putting forward and trying to bring into the heads of the people. And I know that everybody here in this particular room knows all the three dimensions of sustainability, but you know, it's been a concept that's only been around for just about 20 years, and people have not really swallowed the consequences of it all. Mr. Rieke, who is going to talk to us now, when we were talking earlier, said one of the issues that we are facing and have been facing in the last couple of years is that some of the aspects of sustainability in all the conferences, including the one in Rio, says yes, we can have sustainability, but only if we have growth. And these days, growth as such is not a goal anymore. We have to have, as you said earlier, a new definition of growth, including sustainability, almost sort of part and parcel of it. And only then will we have a sustainable world also in 2050. So now we're focusing on education, and I would like to invite Volker Rieke to the stage to deliver his greeting and probably also his speech that takes us along into German politics. Sehr geehrter Herr Dr. Hartstein, sehr geehrter Herr Kollege Dr. Oehmann, Herr Oberbürgermeister Nimtsch, Exzellenzen, sehr geehrte Damen und Herren. Zunächst einmal herzlichen Dank für die Einladung zum Global Media Forum der Deutschen Welle. Auch im Namen von Bundesministerin Professor Annette Schavan, die leider kurzfristig verhindert ist und die ich hier sehr gerne vertrete. Es ist beeindruckend, das ist in der Anmoderation deutlich geworden und das sieht man, wenn man hier in den Saal schaut, es ist beeindruckend, die Anzahl von Teilnehmern aus den unterschiedlichsten Ländern der Welt zu sehen. Mit vielen von Ihnen, man kann sagen, mit den meisten, eigentlich mit allen von Ihnen, arbeiten wir, die Bundesregierung, das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die von mir geleitete Abteilung für internationale und europäische Kooperation in Bildung und Forschung sehr eng seit Jahren traditionell zusammen. Das lässt sich auch beispielhaft belegen und es ist mir ein besonderes Anliegen, den Geburtstagsgast, den ehemaligen Präsidenten Indonesiens, Herrn Dr. Habibie, auch persönlich nochmal sehr herzlich zu begrüßen. Es ist mir deshalb ein Anliegen, weil es beispielhaft zeigt, wie eng die Beziehung des Bildungs- und Forschungsministeriums mit der Welt, mit den Regierungen der Welt ist. Mit Herrn Dr. Habibie pflegen wir eine jahrzehntelange Tradition. Und es ist mir eine Freude, Sie hier zu sehen. Auch das ein schöner Beleg für die Nachhaltigkeit von internationalen Beziehungen, für das Vertrauen, was durch Nachhaltigkeit erzeugt wird. Der Titel Ihrer Veranstaltung legt den Schluss nahe, dass Sie sich es nicht leicht machen wollen. Kultur, Bildung, Medien, Nachhaltigkeit, zu jedem dieser einzelnen Themen ließe sich locker mehrere Semester lang beschäftigen. Sie nehmen sich dieses Programm für 3 Tage vor. Dafür zolle ich Ihnen sehr viel Respekt, weil ich vielleicht der altmodischen Ansicht folge, dass man sich hohe Ziele setzen sollte, wenn man etwas Großes leisten möchte. Nein, ich gratuliere Ihnen aber auch zu dieser Ausrichtung, denn Sie gehen damit ein Wagnis ein, jene Zusammenhänge und Wechselwirkungen zu thematisieren, die unser wirkliches Leben prägen, indem wir nur selten fein säuberlich und in guter akademischer Methode die Elemente trennen und bestimmen können. Der interdisziplinäre Ansatz dieser Konferenz ist von daher
zeitgemäß und ein guter Ansatz. Meine Damen und Herren, Bildung und Wissen zählen heute ganz zweifellos zu den wichtigsten Ressourcen in unserem rohstoffarmen Land. Doch die Informationsflut, gerade in den neuen Medien, kann sich für den Einzelnen auch schnell in Wissensdürre und Bildungsferne verwandeln. Denn Informationen allein sind erst der Rohstoff für eine wissensbasierte Gesellschaft. Wer lediglich über Daten und Fakten verfügt, ist noch nicht wirklich wissend. Die Unterscheidung von Information und Wissen trennt die Spreu vom Weizen. So hat es Hubert Markel, der frühere Präsident der Max-Planck-Gesellschaft, einmal ausgedrückt. Wissen entsteht, wenn Information beurteilt, bewertet und damit in einen geordneten Zusammenhang gesetzt wird. Wenn Daten und Fakten mit Verstand erschlossen und aktiv angewendet werden. Und die Voraussetzungen dafür sind Bildung und Kultur. Meine Damen und Herren, die moderne Welt ist das Werk von Menschen. Wohin wir in der Welt auch gehen, der forschende, erkennende, bauende, wirtschaftende und auch der verwaltende Mensch war schon da. Wir alle verdanken den Fortschritt der Wissenschaft viel von dem, was wir gewöhnlich Lebensqualität nennen. Gleichwohl, die Menschheit steht im 21. Jahrhundert vor gewaltigen Herausforderungen. Um nur wenige Beispiele zu nennen, Klimawandel und Artenschwund bedrohen die natürlichen Lebensgrundlagen. Infektionskrankheiten breiten sich in großer Geschwindigkeit über den Erdball aus. Die Versorgung mit sicherer, kostengünstiger und umweltfreundlicher Energie oder auch Nahrungsmitteln, all das ist zu einer systemischen Transformationsaufgabe geworden. Auf diese Herausforderungen müssen wir Antworten suchen, Lösungen suchen. Daher, wie in der Anmoderation schon deutlich, ist unser Leitbild nicht nur ein rein wachstumsgeprägter Wohlstand, sondern ein sozialer und kultureller Wohlstand im Einklang mit der Umwelt. Es ist unser Ziel, zu einer umweltfreundlichen, gerechten und wettbewerbsfähigen Wohlstandskultur zu kommen, bei der Konsum und seine Steigerung nicht mehr das alleinige Maß für Wohlstand sein können. Wir brauchen dafür daher einen neuen Wohlstandsbegriff. Meine Damen und Herren, die gerade beendete Konferenz Rio plus 20 zeigt uns, die Menschheit steht jetzt vor einer entscheidenden Weichenstellung zu einer nachhaltigen Wirtschaft. Der Umbau zu einer Green Economy eröffnet neue Chancen für ein sozial gerechtes und umweltverträgliches Wirtschaften. Ihr Ziel der Ressourcenschonung und Effizienz birgt für hochentwickelte Länder wie Schwellen- und Entwicklungsländer gleichermaßen die Chance, zu einem stabilen Ausgleich für die Welt von morgen zu kommen. Für den Übergang zu einer nachhaltigen Gesellschaft brauchen wir gesellschaftliche und technische Innovationen. Dazu ist die Wissenschaft gefordert. 20 Jahre nach der ersten Rio-Konferenz zur Nachhaltigkeit stärkt Deutschland im Wissenschaftsjahr 2012 unter dem Motto Zukunftsprojekt Erde die Diskussion über den Weg in eine nachhaltige Gesellschaft. Bildung ist dabei zentral für die Umgestaltung zu einer nachhaltigen Welt. Das ist unser Grundverständnis. Wie wir dies umsetzen, dazu vielleicht nur zwei kurze Beispiele. Erstens, das BMBF unterstützt die UN-Dekade für nachhaltige Entwicklung. Ziel dieser Nachhaltigkeitsbildung ist vor allem in aufstrebenden und schnell wachsenden Schwellenländern zu verhindern, dass emissionsintensive und ressourcenverzehrende Produktions- und Konsumstile überspringen. Und ein zweites Beispiel hier am Standort in Bonn, UNEVOC, das Berufsbildungszentrum der UNESCO, wurde auf Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung ins Leben gerufen, um die Kompetenzen in der Berufsbildung global zu verbessern. In enger Zusammenarbeit zwischen dem Bundesministerium für Bildung und Forschung und UNEVOC, vor allen Dingen regional angepasste Beiträge der Berufsbildung für eine Wirtschaftspraxis zu erstellen, die letztlich Wachstum und Erhalt der Lebensgrundlagen in Übereinstimmung bringen sollen. Meine Damen und Herren, die Medien spielen als Vermittler des Gesprächs zwischen Politik und Gesellschaft eine entscheidende Rolle. Sie prägen die Gesellschaft und ihr kulturelles Selbstverständnis.
Daher sind die neuen Medien, und Herr Dr. Euschern hat es erwähnt, eine große Chance. Sie haben eine wichtige Rolle als Aufklärer. Das gilt besonders für die öffentlich-rechtlichen Medien. Die Medien tragen letztlich einen Teil der Verantwortung für die Transformation zur Nachhaltigkeit. Derzeit dominieren in den Medien düstere Zukunftsszenarien. Der Bericht des Club of Rome ist nur ein Beispiel davon. Daher ist es wichtig, um die Bereitschaft zum Wandel zu erzeugen, dass die Medien entsprechend über Nachhaltigkeit informieren. Die Menschen brauchen Beispiele, die Mut machen und die zeigen, dass es sich lohnt, selbst zu handeln. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für diese Konferenz gutes Gelingen, interessante Gespräche und inspirierende Begegnungen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.